Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu Let's Play The Witcher 3 Wild Hunt. Die Krähen kreisen über uns. Und wir machen uns auf den Weg zum Jungen, mit dem wir talken müssen. Hallo? Ist immer noch die Großmutter hier. Travik. Du kannst hier nicht rein. Darfst du nicht. Tja, ich bin schon drin. Ich will nur mit dem Jungen reden. Geht nicht. Nicht erlaubt. Ich rede sowieso nicht mit dir. Oma mag dich nicht. Und Hansi gibt es gar nicht. Und Fremde stehlen Kinder. Ja, ich klär das. Wo finde ich diesen Hansi? Ja, scheint es ja nicht zu geben. Ich will nur wissen, wo ich Hansi finde. Hansi gibt's gar nicht. Geh fort. Geh fort. Oder es gibt ihn doch. Und die Alte hat denen das eingeredet. Dass die mir das sagen sollen. Aber wir finden das schon noch raus, Freunde. So. Hier sind ja noch andere Kinder. Ainara. Warum wollt ihr nicht über Hansi reden? Wenn ihn einer von euch kennt, kennen ihn doch alle. Hansi ist nur sein Freund. Sie sammeln Pilze und jagen Schnecken. Oma sagt, Hansi wäre erfunden. Da haben wir es wieder, wenn erwachsene Kinder vertonen, man hört das einfach. Habt ihr Hansi schon mal gesehen? Habt ihr Hansi schon mal gesehen? Klar, sieht aus wie er. Warum sagst du dann, er wäre erfunden? Das sagt Oma. Oma weiß viel. Erwachsene versuchen dann immer so, also habe ich das Gefühl, immer so babymäßig zu reden. Also ich weiß nicht, wie alt die Kinder hier sind. Sieht so nach, keine Ahnung, 7, 8 Jahren oder so aus oder vielleicht ein bisschen älter. So reden Kinder doch nicht so. Oma sagt, nein. Finde ich ein bisschen übertrieben. Tut Oma euch eigentlich weh? Behandelt eure Oma euch gut oder tut sie euch weh? Nee. Sie weint, wenn wir böse sind. Sie hat Angst, dass Fremde uns holen. Und wir dann weg sind. Euer Freund hat keine Angst allein im Wald. Warum? Der Junge, der mit Hansi spielt, muss mutig sein. Nein, er ist nur dumm. Hat sich mal mit nacktem Hintern auf einen Ameisenhaufen gesetzt. Aber er spielt mit Hansi. Er hört nicht auf Oma und geht in den Wald. Und dann muss er in die Ecke. Und er isst Schnecken. Igitt. Könnt ihr mir helfen? Das Mädchen, das ich suche, ist in Gefahr. Helft mir, eure Oma aus der Hütte zu locken, damit ich mit Hansis Freund reden kann. Na gut, aber du musst auch was für uns machen. Verstecken spielen. Macht Oma nie. Sagt, ihr tun die Füße weh. Wollt ihr nicht noch was anderes? Ah, komm. Gut, versteckt euch. Aber wenn ich euch finde, helft ihr mir, mit dem Jungen zu reden, der Hansi kennt. Der glaubt, er findet uns so einfach. Ja, easy. Der hat sich noch nie vor den Schwarzen versteckt. Nicht gucken. Und du musst laut zählen. Alle Finger. Und die Zehen. 1, 2, 3, 18, 19, 20. Alles muss versteckt sein. Aha. Einfach die Hexersinne benutzen, Freunde. Aha, sind das hier etwa Fußspuren? Ah, Husteblume. Aber hier die Leiter hoch. Kann ich hier hochgehen? Nee, ne? Mal da ranspringen oder so? Nee, aber trotzdem müssen die auf dem Dach sein. Das heißt, hier kann ich mich hochziehen. Na komm, wo bist du lang? Aha! Aha! Hab dich. Komm raus. Genny haben wir schon mal. So, okay. Hier sind auch noch Fußspuren. Hallöchen. Ich kann dich sehen. Jagna. Ich.
So. Hier sind Fußspuren. Aha! Da bist du. Du kannst rauskommen. Wie hast du mich gefunden? Ja, und ich klaue euch jetzt erstmal alles. So. Ist hier, hier ist nüchter. Wo könnte das letzte Kind sein? Vielleicht direkt reingerannt hier? Ach nee, ist abgeschlossen. Okay. Okay, dann hier durch. Okay. So, das heißt hier. Denn hier raus, hier lang, okay. Da. Ich habe alle gefunden. Du bist ein Zauberer, oder? Zauberst du uns bei der Hütte was vor? Nein. Ihr habt mir was versprochen. Nein. Einen Scheiß mache ich. Ich habe euch alle gefunden. Jetzt müsst ihr mir helfen, mit Hansis Freund zu reden. Na klar. Haben wir ja versprochen, oder? Oma! Eine Hummel hat Jagna in den Arsch gebissen! Oma, komm! Läuft da raus wie der Player. So, hör mal zu. Ich weiß nichts. Ich tu dir nichts. Wo ist Oma? Beschäftigt. So, wovor hast du denn Angst? Warum hast du Angst zu reden? Ich hab gar keine Angst. Ihr habt alle Angst vor irgendwas. Sonst hättet ihr mir von Hansi erzählt. Ich hab Angst um Hansi. Er kommt schon lange nicht mehr. Einmal hab ich beim Pilzesammeln seinen Bau gesehen. Aber Oma hat mich angeschrien. Nicht mit Fremden reden, weil sonst Kinder verschwinden. Sie hat auch Angst um Hansi. Aber sie sagt, er wäre erfunden. Und wo sind deine Eltern? Wo sind deine Eltern und die deiner Freunde? Tot. Verhungert. Oder getötet, wie meine. Einmal bin ich morgens losgegangen, um Beeren zu sammeln. Da gab's noch welche. Als ich nach Hause kam, hab ich Schreie gehört. Dann Lachen. Ich hab mich oben im Gebüsch versteckt. Meine Mutter hat geschrien. Die Soldaten haben gelacht. Papa lag bei der Scheunentür. Ohne Kopf. Und dann Mama. Schon gut, das genügt. Wo ist Hansi? Ich will nur mit Hansi reden. Vielleicht weiß er mehr als du. Du tust ihm doch nichts. Er ist echt, nicht erfunden. Ich werde ihm nichts tun. Hansi war oft hier, weil Oma ihn gerne singen hört. Beim Pilzesammeln hat er gesagt, dass er im Sumpf ein Mädchen mit aschblondem Haar gesehen hat. Wo finde ich Hansi? Am Sumpfrand gibt es eine kleine Wiese mit so einem komischen Baum. Schau dich da um. Da findest du ihn. Danke. Na, wunderbar. Wir wissen, wo Hansi ist, Freunde.
los? Wer hat hier Arsch gesagt? Schlimmes Wort. Nicht weinen, Jagna. Jagna ist ein doofes Schwein. Beleidigungen sind nicht erlaubt. Sie sagt, wenn ich einschlafe, fressen Ratten meine Augen. Okay, wir wissen, wo wir hin müssen, Freunde. Ich mache jetzt einen Abgang. Und hier sind Ertrunkene. Und da ist wieder so ein... irgendein Vibe. Wie hießen die? Wasservibe, genau. Dann kommt mal her. Und drauf. Und drauf. Und drauf. Und drauf. Und drauf. Und drauf. Komm her, Wasservibe. Wow, 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 wow. Okay. Und drauf. Schöne Monsterparty hier am Start. Löse ich doch direkt mal auf. Okay, jetzt muss ich. Echt ist, muss er Spuren hinterlassen. Ich muss vor allem erstmal meditieren. Zack. Und direkt eine Speicherung. So. Hansi, Schmansi, wo bist du? Die Frösche. Kleiner Fußabdruck. Hansi ist hier lang gekommen. Mhm. Und drauf. Und jetzt gibt's... Nein! Verdammt! Es soll bald ein Update geben für The Witcher 3. Ich hoffe, dann ist dieser Bug gefixt, dass der immer das falsche Zeichen wirkt. Ich verstehe nicht, warum. Und drauf. Komm her. So, jetzt hat er... Ich verstehe es nicht. Egal. Weitersuchen nach Hansi. So, hier ist er lang. Hansi? Zu einem Bau, was da wohl drin ist. Kann ich da rein oder was? Hansi rufen. Let's go. Hansi! Hansi? Holy shit. Wie Hansi nett gesehen. Hansi, den Hansi sehe. Bist du ein Booker? Ein Lutin? Na, ah, ein Göttling. Ihr seid selten geworden. Ich suche ein Mädchen mit aschblondem Haar. Hast du sie gesehen? Sag mir alles von Anfang an. Wo hast du sie gesehen? Was hat sie gemacht? Es ist wichtig. Warum nicht? Darf nicht reden. Alter, das Gesicht von dem, ey. Das werde ich jetzt ewig nicht los, ey. Kennst du die Kinder von der Lichtung gut? Kennst du die Kinder von der Lichtung gut? Keine Angst. Ich tue keinem von ihnen was. Du weißt sicher, was hier alles passiert. Du lebst hier? Oh, wie stolz. Gemütlich hier. Ein guter Platz. Du weißt sicher, was so alles im Sumpf passiert. Machen Monster in der Nachbarschaft dir nichts aus?
Ja. Bist tatsächlich ein bisschen furchteinflößend. Du kannst nicht sprechen. Was ist los? Kannst du nicht reden? Warum nicht? Hast du die Stimme verloren? Kann ich dir irgendwie helfen? Ich soll ihm folgen. Ich verstehe nicht. Erklär es mir bitte. Soll ich dir folgen? Soll ich dir folgen? Ich habe wohl keine Wahl. Alter, die Augen, Junge! Die Augen. Stufe 7. Bestiariumseintrag hinzugefügt. Göttlinge. Vorsicht. Ich kümmere mich an sie. Hoffentlich bleibt er auch stehen. Oha, oha. Oh, kommt jetzt. Ruhe hier. Ich habe eine Mission mit dem Hansi. Bleib dicht bei mir. So, komm, weiter geht's. Bin ich ja gespannt, wo der mich jetzt hinführt. Hier also? Ich sehe mich mal um. Ist da was auf dem Sims? Etwas, das dir die Stimme zurückgibt? Dann muss ich wohl hochklettern. Der will mich nur stürzen sehen, der Arsch. So, muss erstmal wieder. Zack. Kleines Röntchen meditieren. So. Speichern. Du kannst jetzt nicht speichern. Interessant. Geht also doch. So, okay. Zack. Von wegen klettern hier. Sprint einfach hoch. Zack. Harpien? Ich häng mir deinen Kopf an den Sack. Alter. Die sehen ja auch garstig aus. Komm mal her, Mädels. Ich als alter Gothic-Profi kenne Harpien natürlich. Wo ist die andere? Da! Komm her! Komm her! Komm her! Dreh um, genau. Zack! Jetzt erstmal die Faust, Junge. Zack! Jetzt! Geralt! Nein! Geralt! Zieh das Schwert! Los! Komm! Ja, jetzt! So, was haben die hier? Versiegelte Flasche, Rabenfeder. Vielleicht hat er diese Flasche gemeint. Hui. So, Hansi. Ich hab hier... Der will Alkohol. Hier. Ich hab hier die gute Goldkrone für dich. Fertig gefeiert? Meine Lieblingswörter. Ein Leben ohne den Klang von hanebüchenden Haubentauchern ist, als würde man durch einen Stofffetzen an Schnecken lecken. Da
Danke dafür, edler wer auch immer. Lang mögest du leben. Warte mal, ich hab dir geholfen. Hilf du mir auch. Du gedenkst diesen Akt des Altruismus mit einem gemeinen Geschacher umgefallen. Alter, jetzt kommt der hier mit Alliteration. Naja gut, hat wahrscheinlich lange nicht getalkt, der Boy. Sag mal, wie hast du deine Stimme denn verloren? Wie hast du deine Stimme verloren? Eines Morgens erwachte ich und wollte wie immer mit den Drosseln singen. Doch ach, kein Laut brachte ich heraus, obwohl ich mich abrackerte, dass mir fast die Adern platzten. Ich ging ins Dorf, weil die neue weise Frau dort angeblich Wunder wirken kann. Doch die Leute schrien, ein Wirkling, und hetzten ihre Hunde auf mich. Sehe ich vielleicht aus wie ein Wirkling? Nee, aber zum Würgen siehst du aus. Eben. Also müssen es die Mumen gewesen sein. Wer sollte mich sonst verfluchen? Eine befreundete Amsel fand meine Stimme, aber ich kam nicht ran. Hätte dir nicht ein befreundeter Rabe die Flasche geben können? Die Raben dienen den Mumen. Die helfen niemandem. Aber sag mal, wie kriegt man eigentlich eine Stimme in eine Flasche? Wie kriegt man eine Stimme in eine Flasche? Das frage ich mich. Ich mich auch. Erst recht, da meine Stimme die Krone der Stimmen ist. Mal sanft wie ein Wildbach, mal mächtig wie ein Donnerschlag. Und seien wir ehrlich, ich rede so viel, dass drei Fässer nicht reichen würden. Da hat jemand mächtige Magie verwendet. Entweder als Streich oder als Gemeinheit. Und hör mal, höchstwahrscheinlich haben 300 Kinder-NPCs in dem Spiel deine Stimme. Also tu mal nicht so hier. So, ich suche nach einer Frau mit aschblondem Haar. Ciri. Ich suche nach einer jungen Frau mit aschblondem Haar. Hast du so jemanden gesehen? Und ob? Ich erinnere mich, als wäre es gestern gewesen. Ich erwachte und ging mich erleichtern, wie wunderbar es ist, bei Sonnenaufgang zu defekieren. Und plötzlich kein Rums. Defekieren so finde ich sehr schön. Aber das war nicht ich. Und da ist sie, wie aus dem Nichts. Jung, aschblond, ganz wie du sagst. Verwundet und völlig außer Atem. Zisch ab in Richtung Kinderhütten, als wären die Mumen hinter ihr her. Ich fluchte ihr nach. Sie hatte mir den Morgen verhagelt. Aber ich hatte die Stimme verloren. Da hat sie mich wohl nicht gehört. Weißt du etwas über die Mumen? Was weißt du über die Mumen? Sie sind so alt wie dieser Wald. Grausam, rachsüchtig. Man hintergeht sie besser nicht. Und wenn es doch jemand tut? Dann kann ihn das die Stimme kosten oder das Leben, je nach ihrer Laune. Sie sind fies, aber auf ihre Weise kümmern sie sich um dieses Land und seine Leute. Es heißt, sie halten immer Wort, aber man muss aufpassen, worum man bittet. Man kann sie nur sehen und finden, wenn sie es wünschen. Doch bedenke, sie selbst sehen und hören alles, was in ihrem Sumpf vor sich geht. Ich liebe es einfach, dass sich die Lippen dazu synchron bewegen. Das ist so geil. Warum hat das nicht jedes Spiel? Die Frau aus dem Dorf im Sumpf. Wer ist das? Ich war in einem Dorf im Sumpf und traf eine Frau, die eine der Mumen hätte sein können. Kam sie dir verwirrt vor? Total bekloppt. Puh, dann spinne ich nicht. Das ist keine der Mumen. Sie kümmert sich um die Waisen. Behauptet, ich wäre eine Erfindung der Kinder. Ich? Ein Waisenhaus im Sumpf? Was hast du gegen den Sumpf? Ich bin schon mein ganzes Leben hier und kann ihn nur empfehlen. Super. Sie ist also zum Dorf gegangen. Sie rannte also zum Waisenhaus. Dann könnten die Kinder was wissen oder die alte Frau, die für sie sorgt. Die alte Schachtel redet nicht mit Fremden. Und du bist ein Fremder. Redet sie mit dir? Ich habe meine Art, mit ihr zu sprechen. Also gut, du hast mir geholfen. Und ich bin kein Flegel. Komm mit. Hä? Geht das Spiel davon aus, dass ich den Hansi vor dem Waisenhaus finde? Weil ich war doch schon dort. Ich habe die doch schon ausgefragt nach Ciri. Naja, egal. Komm. Bring mich mal dahin, bitte. Ich weiß ja nicht, wo das ist. So, ja, hier wird noch ein paar Ertrunkene. Dieser Gestank. Ich kümmere mich. Oh, ein Wasserweib.
So, jetzt gibt's aber... Nein! Jetzt gibt's aber Igni. Und rauf. Und rauf. Zack. Komm her. In den Rücken. Zack. Na komm. So, weiter geht's, Hansi. Oh, was ist das nur für ein Ort? Die Luft ist rein. Keine Muhme in Sicht. Ich muss der Oma was vorsingen, das beruhigt sie. Schlafen geht und die Lichter aus sind, kriecht der Mondschein aus dem Fenster und so sanft träumt das Kind. Alter, das ist... Du hast deine Stimme wieder. Ja, obwohl ich irgendwo eine Oktave verloren habe. Ich suche sie, wenn ich daheim bin. Du darfst nicht hier sein, Hansi. Hättest nicht kommen sollen. Nur ruhig, Oma. Nicht aufregen. Das bekommt ihr nicht. Ich muss zu den Muhmen, die aschblonde Frau. Die Frau, nach der ich vorhin gefragt habe. Vergib, Oma, aber dieser Mann muss unbedingt mit den Herrinnen sprechen. Das ist nicht erlaubt. Bitte, es ist wichtig. Er wird ganz still sein. Oma, bitte hör zu. Ich hab die kleine verirrte Jadna gefunden, oder? Genny vom Fieber geheilt und nichts verlangt. Nicht mal über meine gestohlene Stimme habe ich mich beklagt. Ja, wir auch. Aber jetzt will ich was, Oma. Hilf dem Mann hier, sonst geht er mir Tag und Nacht auf den Geist. Sogar auf den Pott. Er sucht ein Mädchen. Und vielleicht wissen die Herrinnen, wo sie ist, hm? Tja, wenn du es so sagst, Hansi, ich werde ihm helfen. Komm mit mir. Also irgendwie verstehe ich die ganze Konstellation nicht so richtig. Sie hat doch immer gesagt, Hansi ist nicht echt. Warum denn? Er scheint ihr ja und den Kindern geholfen zu haben. Warum hat... Ach. Hansi ist ein guter Junge. Aber die Herrinnen mögen ihn nicht, nein. Sie nennen ihn eine miese Kreatur. Wer sind die Frauen auf dem Wandteppich? Das sind die Herrinnen. Meisterinnen, hört mein demütiges Flehen. Seht einen erbärmlichen Wurm vor euch stehen. Was euch recht ist, soll jetzt geschehen. Du wagst es, uns zu stören, Weib? Ihr sprecht durch diese Frau? Jemand spricht durch dich? Hübsch und auch noch schlau. Wo hast du dich versteckt, Jungchen? Ich wollte euch sprechen. Ich suche eine junge Frau mit aschblondem Haar. Ihr habt sie gesehen. Wo ist sie? Oh, diese Ungeduld. Vielleicht mag ihr nur aschblonde Mädchen. Sie ist wie eine Tochter für mich.
Die junge Frau, sie ist meine Ziehtochter. Wen soll das interessieren, wenn sie wohlgeformt ist? Mich. Ah, ein Wunderpunkt. Er blubbert wie Bier mit frischer Hefe. Oh, genau so mag ich sie. Was ist mit ihr geschehen? Ihr habt sie gesehen. Verschweigt mir nichts. Wie ungehobelt. Na, vielleicht ist es besser so. Sag, wie mutig bist du? Fürchtest du die Bestien des Waldes? Dies sind harte Zeiten, Weißhaariger. Bruder kämpft gegen Bruder. Das Land schwimmt in Blut. Das Böse ist stärker als je zuvor. Eine dunkle Macht ist bei Niederwill erschienen. Sie lebt von Hass und Verachtung. Zerstöre sie, dann erzählen wir dir, was wir über die aschblonde Frau wissen. Eine dunkle Macht bei Niederwill. Dunkle Macht? Da braucht ihr einen Ritter oder Hexenjäger, keinen Hexer. Der Dorfälteste von Niederwill wird dir alles erzählen. Lass dich von ihm bezahlen, wenn du die Aufgabe erfüllt hast. Unsere Dienerin bringt dir jetzt den Dolch. Wozu brauche ich einen Dolch? Einen Dolch? Wozu? Wenn der Dorfälteste den Dolch sieht, weiß er, dass wir dich geschickt haben und hilft dir. Abgemacht. Ich rede mit dem Dorfältesten, aber versprechen kann ich nichts. Los, Weib, gib dem jungen Mann den Dolch. Und du, Weißhaariger, kehre erst zurück, wenn du die Aufgabe erfüllt hast. Ja, Herrin, sofort. Bin unterwegs. Dolch, ich muss den Dolch holen. Hier, der Dolch. Die Herrin sagen, ich soll ihn dir geben. Den Dolch. Hübsch. Leg den Lohn des Dorfältesten auf den Stein. Stein blank, Stein glatt, Stein weiß, Stein hört. Charaktereintrag aktualisiert. Oma! Und neue Erfahrungspunkte. Tja, Freunde, Infos gibt's natürlich nicht umsonst. Wir müssen erst was tun. Wir müssen die dunkle Macht bekämpfen. Und das sieht da sehr cool aus hier. Das sieht sehr, sehr cool aus. Holy shit. Oh mein Gott. Das Spiel ist echt geil, muss ich sagen. Freunde, wie es weitergeht, erfahren wir morgen in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet Spaß. Macht es gut. Und bis morgen. Ciao.